Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen über ein Motto in deinem und in meinem Leben. Ein Spruch, ein Vers, der wirklich zeigt, was Sinn deines Lebens ausmacht, dein Ziel im Leben. Und so könnte ein Bibelvers sein, auch ein Motto für dein ganzes Leben. Schaut mal, ich lese jetzt aus 1. Korinther 15, 58. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr tut für ihn. Ja, setzt euch fest für den Herrn ein. Seid fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Nicht so von jedem Wind bewegt werden oder von Krankheit oder von Schwierigkeiten im Leben. Nein, fest in dem Herrn. Wir haben den Herrn angenommen. Er ist für uns Gott über alles. Und er soll es sein in jeder Situation des Lebens, ob es gut geht oder auch weniger gut geht im Leben. Er ist unsere Zuversicht und er ist für uns alles. Und er sagt auch hier, setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Wisst ihr, wir, die jetzt schon ein Leben gelebt haben, vielleicht ein Haus gebaut haben, Kinder erzogen haben, und da wissen wir, es gibt Schwierigkeiten im Leben. Es gibt Zeiten, wo du wirklich so gearbeitet hast, wo wir unser Haus gebaut haben. In letzter Zeit war ich jede Nacht bis 2 Uhr nachts habe ich da gearbeitet und morgens auf die Arbeit. Weil es war halt, man musste das und jenes noch fertig machen, aber die Kraft war da. Man hat sie ganz eingesetzt, um wirklich es fertig zu bauen, fertig zu machen, um einziehen zu können. Oder wenn Kinder nachts nicht geschlafen haben und da ist manchmal eine Frau die ganze Nacht mit dem Kind auf den Armen oder auch der Mann, weil ich mit ganzer Kraft und gibst alles, um hier etwas, eine Hilfe zu sein und fertig zu machen. Aber hier sagt er, setzt euch mit aller Kraft für den Herrn. Und wenn man es weiß, was es bedeutet, dann ist es ein großes Ziel, mit aller Kraft für den Herrn. Schaut mal, ich lese noch ein Vers aus Philipper 1, 21. Das könnte auch ein Motto sein für dein Leben oder für mein Leben. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus ist das Leben. Ja, wenn er mein Leben ist, dann dreht sich alles um diesen Christus. Wenn ich etwas tue, dann frage ich Jesus, wie wirst du das tun? Was wirst du dazu sagen? Was sagt dein Wort dazu? Christus ist mein Leben. Er ist alles. Alles, was ich tue, das dreht sich um den Gedanken, ihm wohlgefällig zu sein, dass er mir verherrlicht wird. Weil er ist nicht nur in einem Bereich in der Gemeinde, solange ich da sitze, solange ich da predige, dann ist Christus mein Leben. Nein, in jeder Minute des Lebens, Tag und Nacht, ist Christus mein Leben. Und Sterben ist dann auch automatisch ein Gewinn, weil wir werden ihn dann sehen, so wie er ist. Es ist doch so wunderbar, so einen Vers als Motto des Lebens zu nehmen. Oder schauen mal Johannes 15, 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Also das Ziel wird, dass der Vater verherrlicht wird, dass Jesus Christus durch dein Leben verherrlicht wird, dass der Heilige Geist verherrlicht wird, weil diese Dreieinigkeit, das ist eins, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist, dass sie verherrlicht werden in deinem Leben. Es ist so wichtig, du bist immer wieder dabei, wie kann ich es besser tun, dass er letztendlich verherrlicht wird. Jemand hat erzählt, eine Schwester hat so zu Erntedankfest eine Ecke in der Gemeinde ausgebaut mit vielen Früchten. Die hat es so gut gemacht, die hat sich so eingesetzt, wirklich, es war das Werk ihres Lebens fast. Und wo das Fest war, danach ist jeder hin und wollte sich fotografieren. Da waren auch Sprüche, der Herr soll letztendlich verherrlicht werden. Es war für sie ihr Werk. Die hat das Kleine getan. Es kann man viel einfacher machen. Aber die hat es getan so für den Herrn. Sie wollte zeigen, wie viel Frucht bringt der Herr und wie viel erwartet er von uns, dass das Leben Frucht bringt. Dann, wenn jemand mit dir in Berührung kommt, er genießt diese Frucht, er genießt dein Leben, weil du für ihn so eine Bereicherung bist. Und so, jeder Vers könnte für dich ganz wichtig werden. Es ist wichtig, die Bibelverse generell auswendig lernen. Oder auch manchmal sie an der Wand anhängen, dass die endlich also wirklich von dir so verändert werden. Weil wenn man hier jeden Vers von dieses, was sie gerade gelesen haben, was ein Motto sein könnte, dass er für dich so wichtig wird und dass du ihn auslebst, wirklich in allen Details. Es ist leicht zu lesen, setzt euch mit aller Kraft ein.
Aber wenn man wirklich es daran geht und man wo drin ist und für jemanden sich einsetzt, manchmal ist es für mich auch schwierig, jemanden ganz genau aushören. Ich weiß schon, also es dauert sehr lange. Aber wenn du nicht jemanden aushörst, du kannst ihm auch nicht helfen, wirklich in seiner Not. Wenn er nicht dieses Vertrauen gewinnt, dass er dir sagen kann, alle die Schwierigkeiten im Leben. Klar, alles hat ein Maß, aber trotzdem aushören, in die Augen schauen und sagen, komm, der Herr kann helfen, weil der Herr ist über alles. Jesus ist unser Leben. Er wird einen Weg zeigen, viel besser, als ich das dir zeigen kann. Aber er hört ganz genau. Und wenn ihr so im Vertrauen miteinander betet, dann ist es auch etwas, wo wir für den Herrn was getan haben. Weil hier den Menschen müssen wir helfen. Und Jesus will durch uns sich verherrlichen. Das ist so wichtig. Nehmt ein Motto für euer Leben. Und wirklich folgt diesem Motto ganz nach. Und eins, und dann vielleicht ein anderes, dass man die Bibel ganz auslebt in unserem Leben. Amen.